Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken. Unter dem letzten Video sind so viele Kommentare gewesen, die mich motivieren und zeigen, was für eine tolle Community hier unterwegs ist. Und das ist schier unglaublich und vor allen Dingen aus welchen Ländern der Welt ich Zuspruch bekommen habe, und dafür möchte ich einmal ein herzliches Dankeschön sagen. Im Gegensatz zur Leinwand meines vorherigen Videos ist diese Leinwand natürlich sehr, sehr klein. Sie ist 50 x 50 cm groß und das wird mir heute tatsächlich noch einiges Kopfzerbrechen bereiten, weil ich mich anscheinend daran gewöhnt hatte, jetzt auf größeren Leinwänden zu rakeln. Vorher habe ich auf diesen Formaten eher im rechten Winkel gearbeitet und möchte nun auch die Bögen auf diesem Format ausprobieren, wähle dazu auch ein kleineres Rakelwerkzeug, als ich es sonst verwenden würde, bemerke aber auch, dass die Umsetzung auf größeren Leinwänden in jedem Fall einfacher ist. Die Acrylfarbe, die ich für den Hintergrund verwendet habe, ist das dunkelste Rot aus der Amsterdam Acrylics Standardserie Kamin, und es handelt sich dabei um eine halbdeckende Farbe. Sie ist nicht komplett deckend, sie ist aber auch nicht komplett lasierend. Wenn man jetzt eine Fläche haben möchte, die wirklich deckend ist, kann ich nur empfehlen, mit einer zweiten Schicht Farbe darüber zu gehen. Als erste Farbschicht habe ich danach mit dem Head & Gold gearbeitet, einer Metallic-Farbe, um dann wieder eine Rakelschicht in Kamin aufzutragen und das Gold mit dem Kamin-Farbauftrag dann wieder etwas in den Hintergrund gedrängt habe. Danach habe ich mich für eine Perlfarbe entschieden, diesmal allerdings als neutrale Perlfarbe Weiß. Und die hat die Eigenschaft, sich mit den Farben, die bereits auf der Leinwand sind, zu vermischen und ein bisschen auch so zu reagieren, als würde man mit einem Titanweiß Farben mischen. Das heißt, ich bekomme mit dem Perlweiß und mit dem Kamin eine Art rosafarbenen Perlmuttschimmer auf die Leinwand gezaubert. Danach wechsle ich einmal mein Rakelwerkzeug und entscheide mich für die Farbe Permanent Blauviolett. Obwohl die Farbe Permanent Blauviolett zu den transluzenten Farben gehört, sieht es bei dieser gerakelten Bahn am Anfang so aus, als sei sie deckend. Sie ist natürlich sehr dunkel und hier hilft das Kamin, dass sie auch dunkler erscheint, als sie einfach ist. Und hier, auf der Hälfte der zweiten Bahn, bekommt man schon mal einen Eindruck, wie wandelbar die Farbe Permanent Blauviolett ist. Danach greife ich zu einer weiteren Perlfarbe, diesmal allerdings zu dem Perlfarbton Rot, weil ich mich heute in diesem Farbschema Rot, Blau, Violett und Gold aufhalten möchte. Ich habe allerdings den Eindruck, dass dann ein gewisser Cremeton mit auf die Leinwand kommt. Und dieser Cremeton gefällt mir nicht ganz so gut wie das Perlweiß, sodass ich nach diesen Bahnen mit der Perlfarbe Rot diese dann auch für meine Leinwand nicht weiter verwende.
Für die nächste Farbschicht habe ich mich für die Metallic-Farbe Gold entschieden und dafür auch mein Rakelwerkzeug gewechselt. Und ich bin immer noch auf der Suche nach dem passenden Schwung und Bogen, was sich auf einmal auf dieser kleinen Leinwand etwas seltsam anfühlt. Und deshalb fange ich an zu experimentieren. Und ich kann euch verraten, an diesem Punkt bin ich mit dem Bild absolut nicht einverstanden. Auch wenn ich schon unheimlich viele Rakelbilder hergestellt habe, stehe ich auf einmal da und weiß gar nicht, was mir das Bild erzählen möchte. Ich bleibe erstmal bei meinen rechteckigen Formaten, um herauszufinden, was ich mit dem Bild anstellen werde und welche Farben ich verwenden sollte. Danach nehme ich mir einmal meine Glättkelle und trage dort die Farbe Kaminrot auf, um erstmal eine Bahn zu rakeln, das permanent Blau-Violett etwas in den Hintergrund zu drängen. Und ich glaube, das ist zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich das Problem, dass ich zwei sehr kräftige Farben auf der Leinwand habe, die miteinander konkurrieren und die ich jetzt nach und nach versuchsweise abmildern werde. Danach trage ich etwas Perlweiß auf. Es ist auch gewollt, dass ich das Rakelwerkzeug nicht gesäubert habe, um zu gucken, ob das schon ausreicht, dem Bild eine andere Farbgebung mitzugeben. Und hier zeigt es sich, dass das Perlweiß soweit nicht ausreicht. Und danach greife ich nochmal zum Gold, weil das Gold in jedem Fall die anderen Farben überdecken wird. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sich ein Bild sträubt. Und ich muss zugeben, dass die runden Bögen auf den großen Leinwänden einfach eine ganz andere Geste haben. Und vielleicht empfiehlt sich das auf einer solchen Leinwand einfach nicht. Vielleicht denkt ihr zu diesem Zeitpunkt auch ganz anders über das Bild, als ich es tue. Denn ich bin nach wie vor nicht so ganz damit einverstanden, wie sich das Ganze von dem ursprünglichen Gedanken bis zu diesem jetzigen Moment entwickelt hat. Und nachdem ich jetzt noch etwas ausprobiert habe, greife ich anschließend zu einem weiteren Rakelwerkzeug und werde erstmal die Farbe stellenweise von der Leinwand kratzen. Nachdem ich die Farbe stellenweise von der Leinwand gekratzt habe und grundsätzlich mit den Farben auf der Leinwand, wie sie sich momentan präsentieren, einverstanden bin, greife ich trotzdem zu meinem großen Rakelwerkzeug, trage dort das relativ neutrale Perlweiß auf und werde jetzt eine komplette Bahn über die Leinwand rakeln.
Der leicht pastellige Ansatz gefällt mir richtig gut und ich entscheide mich, nochmals eine komplette Bahn in Perlweiß über diesen Flächen zu rakeln und stelle dann fest, dass sich mein Empfinden dem Bild gegenüber zunächst auch in etwas Positives verwandelt. Durch das Perlweiß ist die Leinwand viel neutraler geworden und so greife ich dann noch einmal zu dem Gold. Das trage ich allerdings nicht mehr über die gesamte Leinwand auf, sondern nur noch im unteren Teil. Mir hat es schon richtig gut gefallen, wie dann das Bild ausgesehen hat. Doch der Kontrast war viel zu groß. Vorher war so viel dominierende Farbe auf dem Bild. Jetzt ging das Ganze eher ins Pastellige. Und auch wenn mir die Aufteilung gut gefallen hat, habe ich sie danach mit der diagonalen Rakelbahn in Pastelltönen wieder etwas zerstört und musste mir dann ganz genau überlegen, was ich anschließend mit dem Bild mache. Ich habe danach tatsächlich etwas länger gebraucht, um mich dann dafür zu entscheiden, mit dem Perlweiß noch einmal eine Bahn zu rakeln. Diesmal allerdings nicht über die komplette Fläche, sondern erstmal nur im unteren Teil. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das Bild nochmal zu drehen und dann auch noch die verbleibende Fläche einmal komplett in Perlweiß zu rakeln. Jetzt war ich schon zufriedener mit dem Bild und habe dann aber trotzdem den nächsten Fehler vorbereitet. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass die Acrylfarbe von Golden, die flüssige, so mit den Acrylfarben von Amsterdam reagiert. Die Farbe war kaum auf der Leinwand bzw. auf der anderen Acrylfarbe, als sie auch schon anzog und eine komplette Metallschicht hinterlassen hatte. Das war also erstaunlich, das hatte ich so noch nicht und ich wollte jetzt auch kein Ikonenbild in einer Kirche haben. Also habe ich mir überlegt, dass ich erstmal das Gold wieder mit dem Kaminrot überrakel, danach zu dem permanent Blau-Violett greife, um dann endlich dahin zu kommen, was ich zum Schluss mit dem Bild vorhatte. Ich habe ja vor ein paar Wochen ein Bild in permanent Blau, Violett und Gold gerakelt und wollte diesen Effekt mit dem Perlweiß hervorbringen. Nur nachdem diese goldene Farbe so massiv aufgetragen war, hatte ich mir jetzt nochmal überlegt, anders vorzugehen. Die erste Bahn mit dem permanent Blau-Violett hatte nach dem Auftragen für mich noch zu viele Rotanteile enthalten, sodass ich mir überlegt hatte, noch eine zweite Bahn aufzutragen, auch wenn diese Bahn dann sehr dunkel geworden ist. Und als letzte Farbe habe ich mich dann für das Perlweiß entschieden.
Das Bild sieht völlig anders aus, als ich es ursprünglich geplant hatte. Aber ich bin zu dem jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden, wie es aussieht und zeige euch daher gerne mit der Kamerafahrt über die noch nasse Acrylfarbe, wie das Bild aussieht. Es ist ganz anders als die anderen Rakelbilder. Es hat nicht so viele dieser typischen Flächen und Inseln. Ich kann stellenweise tatsächlich noch bis auf die Hintergrundbemalung durchgucken. Ich sehe vor allen Dingen diese Goldanteile, die ich relativ zum Schluss aufgetragen habe. Und ich finde, dass das Bild eine sehr schöne Ausstrahlung hat. Bei der getrockneten Variante des Bildes sind die Farben grundsätzlich dunkler aufgetrocknet. Ich kann aber jetzt den perlmuttartigen Schimmer der Perlfarben und auch den teilweise glänzenden Schimmer des permanent rot-violetts sehr gut sehen. Was ich persönlich immer besonders gerne mag, ist, wenn die Struktur der Leinwand noch bis auf die Oberfläche durchkommt. Prinzipiell sieht es ja sehr harmonisch aus. Und wenn ich es nicht gefilmt hätte, wüsste niemand, wie viele Schichten an Acrylfarbe sich darunter verbergen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bild, wie es jetzt an der Wand hängt. Und ich finde, dass auch die permanent blau-violette Fläche im unteren Teil mit dem Rotanteil sehr lebendig wirkt und auch teilweise sehr geheimnisvoll. Je nachdem, in welchem Blickwinkel man auf dieses Bild guckt, sieht man, dass die Oberfläche sehr glänzend ist. Normalerweise trocknen die Farben von Amsterdam seidenmatt auf. Sie haben also immer einen Glanz. Aber das, was dieses Bild jetzt bietet, und das liegt an der verwendeten Perlfarbe, ist also wirklich sehr schön. Das muss man mögen, aber ich finde, es passt ganz hervorragend dazu. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören, ich freue mich sehr über ein Like von dir. Du darfst auch gerne einen konstruktiven Kommentar hinterlassen und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.